Hallo Leute zu einem neuen Let's Play zusammen mit dem Jan. Hallo. Hallo. Wir spielen, wie ihr seht, Formel 1. Wir haben uns das Neueste rausgegriffen, nämlich 2017. Und werden dort eine Koop-Meisterschaft fahren mit Renault unter Expertenbedingungen. Na, wir haben unsere Ideallinie trotzdem in den Kurven noch an und auch leichte Hilfen, aber keine starken, so wie wir es früher dann auch beendet hatten bei 2013. Oh mein Gott, ist das lange her. Ja. Und ja, ich drücke auch mal auf bereit. Wir hatten ja zwischenzeitlich immer noch den Stream, ne? Genau, den Stream hatten wir noch. Und ja, jetzt aber als Duo Let's Play. Ihr könnt beide Sichten sehen, beide auf beiden Kanälen ja. Wird es kommen. Das ist natürlich auch noch zu sagen, falls ihr sagt, boah, das hört sich spannend an, was da gerade bei dem anderen passiert, könnt ihr natürlich auch kurz beim anderen reinschalten. Das Intro lassen wir einmal hier durchlaufen, ausnahmsweise, wenn wir bei den nächsten Mal wegklicken. Ja. Die Folgen werden immer samstags-sonntags kommen. Samstags Quali mit Start und ja, ein paar ersten Runden und dann der Rest am Sonntag und das werden wir, denke ich, auf 14 Uhr einpendeln, planmäßig, damit das zu klassischen mitteleuropäischen Uhrzeiten kommt. Klassische Formel 1 Sendezeit. Ja, genau. So, Im Unterschied, dass wir wöchentlich produzieren. Ja, wir sind schneller, wir sind geiler. Bei uns gibt es mehr Spannung und mehr Wut. Weil die Fahrer halt echt nicht so viel fluchen dürfen wie wir. So. Bei uns wird nicht zensiert. Fahren wir doch mal raus. Ja, zumindest nicht alles. Manche Sachen müssen wir, nein. Ich freue mich riesig. Du bist dann dafür zuständig, diese Pieps einzuführen. Ich bin riesig gehypt. Wir haben die letzten Tage ein bisschen Probe-Sessions gefahren. Auf jeden Streckentyp einmal. Also schnell, mittel, langsam. Und das war schon geil. Hat schon richtig Bock gemacht. Das Feeling kam schon wieder zurück. Und ein bisschen gehypt. Ja, gehypt bin ich. Letztes Mal war ich so gehypt vor TTT Fun erste Folge. So hyped bin ich. Ja, das ist halt für mich jetzt schon so ein großer Umbruch, ne? Das ist halt so, das ist es jetzt wieder und das kommt jetzt auch regelmäßig und ja, das ändert halt so ein bisschen immer so das, was auf dem Kanal kommt bei mir und okay, klar, es kommt nur einmal die Woche oder zweimal die Woche ja dann, aber trotzdem, es ist halt nochmal, ja, wir müssen es jetzt auch regelmäßig aufnehmen und da freue ich mich halt auch immer mega drauf. Ja, auch wenn wir natürlich ein bisschen vorproduzieren, ne, weil jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es halt noch vor Weihnachten. Ja, Gerhard Schröder macht seine Weihnachtsansprache. Ich glaube, man erkennt an unserem Aussehen, dass es dann doch so... Ich habe keine Facecam an. Wenn ihr Jan wollt, Jan hat Facecam an. Ich habe eine Facecam, Leute, wir haben eine Facecam. Ich nehme halt nicht mit OBS auf. Ich könnte meine Facecam einblenden, aber dann müsste ich meinen eigenen Ton um ein paar Frames verschieben und dann ist der asynchron. Weil das Aufnahmeprogramm das nicht so kann, aber mit dem Aufnahmeprogramm kann ich wenigstens schneiden nachher. Und das ist ein bisschen angenehmer. Ich muss sagen, ich finde für Formel 1 Facecams eigentlich ziemlich cool, weil ja, vielleicht steige ich auch Ausdrücke. Mal um. Vielleicht steige ich auch mal irgendwann um. Jetzt im ersten Rennen auf jeden Fall nicht. Ihr könnt ja bewerten, bei Josh und bei mir, was ihr besser findet. Genau. Vielleicht ändern wir das dann noch, bevor die Saison zu Ende ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Schreibt bei Jan, deine Fresse wollen wir nicht sehen, oder schreibt bei mir, auch deine Kackfresse wollen wir sehen. dann können wir das eventuell einrichten. Oh Mann. Okay. Das war neben der Strecke. Ja, Grosjean, drängel nicht. Achso, die Map haben wir beide auf volle Map angezeigt, damit ihr immer sehen könnt, wo der andere gerade ist. Falls ihr irgendwie der Action. Der Teamkollege ist der gelbe Punkt. Falls ihr kleine. Action hört, dann könnt ihr halt auch sehen, in welcher Kurve das passiert ist für die Leute, die halt. Vielleicht sich mit Formel 1 auskennen oder die Strecken jetzt wenigstens mal ein bisschen verfolgt haben im Laufe des Let's Plays oder sowas. Oder wenn wir irgendjemandem hinterherfahren, seht ihr auf der Strecke sind selber. Oder wie weit entfernt wir von dem noch sind. Ich finde halt, eine volle Map ist irgendwie einfach übersichtlicher auch. Du kannst halt
Abstände besser einschätzen, wenn du weißt, ja, der ist noch 3 Kurven vor mir, aber je nach Strecke kann es halt sein, dass du schon die Kurve vor dir nicht mehr siehst, weil du gerade auf einer langen Geraden bist. Na, ist okay. Oh, ist auf P3. What the fuck? Da haben wir auch nicht viele gefahren, glaube ich. Nee, ich bin in einer Sekunde langsamer, aber hab noch eine bessere Positionierung. Aber... Wow, ich hab direkt bis so erste Kurve direkt erstmal 4/10 langsamer. Also zweite Kurve dann. Ah, meine erste Runde war besser, bis auf diesen einen Ausrutscher halt, aber. Jetzt fahre ich trotzdem rein. Kommt drauf an, wie viel mich der Fehler vorhin gekostet hat. Oh, der hat mich schon gut gekostet. Fast eine halbe Sekunde. Er ist eine halbe Sekunde. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Die Leute, die um mich herum stehen, also die vor mir sind, ist eigentlich klar, dass die vor mir sind. Achso, zur Schwierigkeit. Wir haben getestet und ja, okay. Wir sind halt schon so, dass wir da landen, wo unser Auto ungefähr einsortiert ist. Kommt, ja. Also, reicht nicht für eine weitere Runde. Wir können halt schnellste Runden tatsächlich in KI-Konkurrenz hinlegen, hier und da mal. Aber keine konstante Leistung auf dem Niveau. Das heißt, schnellste Rennrunde könnte durchaus mal sein, dass einer von uns das abgreift. Vielleicht auf seinen Paradestrecken. Ja, aber dann auch nur mit Boxenstopp. Okay, wir können. Nur mit Boxenstopp, genau. Wo wir gerade davon reden, mein Benzin ist alle. Oh, ist ja 60, fuck, pass auf, ist 60. Wenn du normal selber runterbremst, ist 60. Und du hast 60, okay. Fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Ist mir gerade eigentlich schon mal aufgefallen, aber naja. So, erste ja Gezeitete. Das ist okay. Damit was hast du für eine Gezeitete? P6. Ja, ich bin P5. Ich will deine Zeit wissen. Achso, ja, kann ich gerade nicht sagen. Ich werde gerade reingeschoben. Ist gerade nicht so mit Ansagen. So, dann werden wir jetzt mal, wo wir mal kurz Zeit haben, wenn wir mal hier diese... mal ein bisschen angucken, was haben wir denn da? Ah, oh, das ist ein schöner Bildschirm. Ja, ich darf noch nicht drauf zugreifen, weil noch erst werden noch ein paar Decken auf meine Reifen gelegt. Und mir wird ein Föhn in der Fresse gehalten. Das ist so das Lächerlichste überhaupt. Wartest da. Moment, wir müssen das erst noch alles... Session-Info, was haben wir denn da? Oh, du bist aber ein gutes Stück schneller. Ich bin nur eine Position hinter dir, weil ich bin... Fast eine Sekunde langsamer, WTF. Das ist tatsächlich eine ganze Sekunde zwischen uns. Fast, ja, 8/10. 8/10. Und zwar aufgeteilt in ersten und letzter Sektor. Ja, ich habe die Start-Ziel-Anfahrt scheiße beide Male gehabt, weil wir es am meisten rausgeholt haben. Aber ich habe mich knapp vor die ganze Verfolgergruppe gesetzt. Das ist geil. Das ist eigentlich selten. Also, mal schauen, ob ich das halten kann. Ah, da, Live-Übertragung. Das ist auch richtig gut gemacht. Ja, guck dir an, wie ich über die Strecke schleiche. Warte mal, wie kann ich das denn hier machen? Ich sehe gerade Vettel. Kann ich das hier... Ach so, vorheriges Auto. Da haben wir den. Da, Mann! Mensch, Geister-Jan! Ja, der Jan hat mal wieder kein Benzin mehr. Oh, komm, da Raster! Aber perfekte Ideallinie. Geile Sau, ey. Und da kommt die Kurve und ich muss nicht mal wirklich abbremsen. Ui! Und Boxen einfach. Und auch die nimmt er meisterlich. Fast. Ja, ich habe jetzt schon den Begrenzer angestellt und mach dir keinen Unterschied. Ja, wir müssen gucken, was haben wir denn da noch? Wer will uns denn hier gefährlich? Alter, das stört mich ein bisschen. Oh, du bist noch. Ich habe ab und zu den Bug, dass ich beim Reinfahren, dass mein Controller dann anfängt zu vibrieren und der hört nicht mehr auf, weil er kein neues Feedback kriegt. Warte mal, wir sind noch 6. und 7. Ricardo Verstappen haben sich jetzt vor uns geschoben. Kannst du aber kriegen. Also der erste ist. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal raus will. Ich will auf jeden Fall nochmal raus. Ich kann mir einen neuen Satz geben. So, jetzt möchte ich aber erstmal, wo ist hier? Da war Setup. Gib mir mein Tablet! Gib mir mein Tablet. So, neue Softie-Reifen. Ultra-Soft. Wie sagt man die eigentlich im Rennen an? Ist das dann ultra-weiche Reifen? Oder ist Ultra noch irgendwie übersetzt ins Deutsche mit... Nein. Ultra wird nicht übersetzt. Aber ich glaube, wenn du Ultra-Soft sagst, funktioniert das auch. Ja, ich glaube schon.
Weil das ist dann wieder so, das ist dann wieder bescheuert, wenn du, die Bezeichnung ist halt nun mal Ultrasoft. Sie ultra weich nur, weil es deutsch ist zu nennen, ist halt irgendwie, So, jetzt werde ich aber mal hier, kurz mal da, und da sieht man die Einstellung, dass die auf Max geht. Nein, aber den Max möchte ich nicht. So. Jetzt ein bisschen hier. Ja, dann, was wir vorhin ja auch schon mal angesprochen haben, was heißt vorhin, in den Fail anfangen. Ja. Motorenabnutzung ist ja auch. Oh Mann, er ist schon wieder die MGUK. Was mache ich denn falsch? Ist bei dir auch so? Ist auf P8 gefallen. Ja, die leidet am meisten mit Abstand. Na geil, ich wahrscheinlich im Renault. Ich hab keine Ahnung. Nee. Oh Gott, der ist jetzt schon auf 3%. Wir fahren mit einem Motor durch, nur die MGUK. Davon haben wir alle 4 Stück vermutet. Innerhalb der ersten 4 Rennen. Ja, jedes Mal ausgetauscht. Und allerdings könnte man, wenn darüber bestimmt dann auch eure Motorenschäden simuliert, ne? Falls sowas passiert. Ja, wenn du das, wenn du deinen nicht auswechselst. Ich weiß nicht, wie das Auswechseln überhaupt läuft, aber. Ja, auch nicht. Du wirst ja wohl nicht bis 100% fahren und dann, ja, ist tot. Jetzt ist er kaputt, jetzt bist du verwechselt. Aber ja. Du solltest noch 10 Runden fahren. Ja, dann jetzt wohl nicht mehr. So. Nächstes Rennen. Da sieht man das verbleibende Benzin. Okay. Oh, ich warte noch so lange wie möglich hier. Worauf? Auf mich? Oh, fuck. Na, okay, jetzt ist wirklich kacke. Ich krieg keine 2 gezeiteten Runden mehr hin. So oder so nicht. Es ist wirklich eine noch. Ich hätte doch ein bisschen Gas geben sollen. Nein! Okay. Konzentration. Ja. Siehst mit ein bisschen Druck an, dass ich hinter dir bin. Fuck my life. Schon schlecht gefahren, die Kurve. Schlechte Kurve mit Yoshi. Oh, das war schon wieder okay. Da habe ich zu spät beschleunigt, das habe ich sofort gemerkt. Oh Gott, ey. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich Vollgas fahren kann und wo nicht. Also ich glaube, da ist gerade eine Kurve, die ich hätte fahren können, die hätte auch Vollgas fahren können. Noch 30 Sekunden in dieser Session. 30 Sekunden in dieser Session. Reicht so gerade eben nicht, ne? Das ist schon ein bisschen bitter. Oh, komm. Sonne stört mich immer in dieser Kurve. Wie so in die Fresse scheint. Ah, 13 hol ich raus. Ich habe irgendwo im letzten Sektor wieder auf meine Bestzeit verloren. Also ich bin noch schneller, aber. Was habe ich geholt? Das sieht man jetzt auch nicht mehr. 7. Ich hab noch einen Platz aufgeholt. Ich glaube, ich bin auf 8 zurückgefallen. 4. Du bist doch 4. Ja, ich bin noch 4. Ich sehe aber eine 6 bei mir. 4. Okay. Ja, gut. Das ist nice. Ja, ich habe halt einfach keine cleane Runde hingekriegt. Irgendwie nicht. Schwede. Die gerade war halt, wie gesagt, nicht schlecht, aber ich habe im letzten Sektor wieder auf meine Bestzeit verloren. Da habe ich irgendwo 3/10 sogar liegen lassen. Okay, aber du bist da, wo du hinkommen konntest. Die hätten mich nicht weiter nach vorne gebracht. Nur es war jetzt so ein persönlicher Anreiz an mich. Ich bin froh, ich habe Ocon noch gekriegt. Also ich bin für mich erstmal zufrieden. Rangliste. Geil. Geil. Wir sind 9. Mir steht bei Fahrern gar nichts. Ja, aber bei Konstrukteure. Ach so, Konstrukteur, ja, da ist auch nah, ne? Ist halt nada. So. Ja, also Haas, Toro Rosso und so stecken wir weg, ne? Ja, also das, was eigentlich auf unserer, also auf, vom Können her auf unserer Höhe ist, ist halt Force India, Williams und Toro Rosso, ja. Je nach Strecken führen. Gut. Leute, ja, erster Start. Genau, wir könnten was meine wir auch noch sagen können. Cam wird, ja? Es wird immer dunkler bei mir. Ach so. Und das liegt nicht daran, dass die Sonne ja schon untergeht. Nein. Es liegt einfach daran, dass draußen Wolken bis zum Gehtnicht mehr sind. Wir haben erst 4:30, als ob die Sonne jetzt untergeht. Aber ich glaube, ich muss einmal Licht anmachen, sonst sieht man mich weg. Ja, dann renn. Ja, ich muss rennen. Lauf, Jan, lauf.
So, Rennstrategie. Das sieht gut aus. Eingemümmelt. Das nehme ich so. Was bleibt so? Ja, drück mal einfach auf nichts. Ich muss erstmal mich wieder sortieren hier auf meinem Stuhl. Genau, was wir sagen können, wir werden keine Ab- und An-Mod machen. Also nicht geplant. Innerhalb eines Rennens. Weil wir werden einfach dann einen Cut an der passenden Stelle, wo wir gerade mal die Fresse halten, machen und dann den sagt Jan vielleicht noch an, weil er da zweimal auf der Geraden auf seine Aufnahmetaste drückt. Ich frage mich immer noch, wie ich das... Gut, I'm ready. Passt schon irgendwie. Ja, dann... Ich mache das einfach während meines ersten Boxenstopps. Das passt ganz gut, glaube ich. Start des Rennens. Okay, wir haben erstmal eine Einführungsrunde. Ne? Ich fühle mich irgendwie deplatziert. Was ich da vor mir sehe, sind so Red Bull. Ich habe einen Ferrari direkt vor meiner Fresse und zwar Red Bull hinter mir. Ich habe einen Red Bull und einen pinken Flinken hinter mir. Also versuche so oft wie möglich zu schalten. Also wer natürlich Tipps an unsere Fahrkünste hat, ne, immer rein damit. Wir können das gebrauchen. Ich soll viel schalten. Ja, ja. Alles gut. Also nur nicht damit rechnen, dass wir uns die schnell zu Herzen nehmen. Ja, gewisse Vorproduktionen müssen wir einfach machen, damit ihr auch, falls wir mal nicht können, was wirklich vorkommen kann, dass wir da uns, dass ihr da immer Folgen habt. Das ist halt das wirklich Entscheidende. Also für uns ist es jetzt nicht dramatisch, wenn mal eine Woche keine Folge kommt. Für uns ist es halt eher, sieht halt schöner aus, aber ist jetzt nicht, wäre jetzt nichts Schlimmes. Für euch ist es einfach cooler, wenn halt jeden ins Wochenende ihr dann wenn sowas verraten. Halt regelmäßig kommt. Also vorne links gefällt mir nicht, ne? Ich hab nicht geguckt. Der ist wärmer als der vorne rechts. Ja. Und zwar 10 Grad. Ja, hier die langgezogene. Da kann man krass ein bisschen Temperatur drauf, ne? Bisschen meine Bremskraft schon der automatisch. Ich glaube, der Wagen hat generell Bremskraftverteilung nicht richtig. Ich bin sowieso allgemein der Meinung, dass die Bremskraftverteilung im Durchschnitt immer zu weit vorne angesetzt ist. Muss meistens ein Ticken nach hinten, das siehst du halt relativ schnell in der Abnutzung. Ja, ich bin mal zwei Stufen nach hinten gegangen. Also auf 56. Ich bin nur eine Stufe runtergegangen, weil auf der Strecke fand ich es gar nicht so extrem. Ja, ich hab's jetzt. War nur beim letzten Mal, als wir da Umgang getestet haben. Das war ja dramatisch. So. Ja. Gut. Schöne Einführungsrunde. Clean. Ja. Clean. Kann da jemand im Sack gefahren? Ich glaube auch nicht, dass wir da bleiben, wo wir jetzt sind, vor der Position. Ich habe so ein richtig schlechtes Gefühl. Punkte ist das Ziel. Ja, wir waren wirklich weiter vorne als bei den Proberennen. Ne? Also das ist ja, schon... ich bin noch nie so weit vorne gestartet mit dem Renault. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Ja. Und einer der Highlights dieses Teils, ne, auch für die Zuschauer, es gibt kein Ladescreen mehr zwischen Einführungsrunde und Rennstart. Aber ich glaube, ich bin echt gut weggekommen. Boah, bin ich gut weggekommen! Ich sitze direkt hinter dir! Das könnte sich jetzt als Problem herausstellen. Ja, ich muss mich... Ja, okay, jetzt ist Ocon an mir vorbei. Dafür. Ja, fest ab ist an. What the fuck? Ja, ich bin tot. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Direkt tot. Ich wurde komplett abgeräumt in der ersten, in der zweiten Kurve der Saison. Das ist doch das Scheiße. Ey, wie schafft ihr es, euer Delta da vorne zu halten, ihr Hampelmänner? Also Safety Car habe ich immerhin ausgelöst. Das ist ja toll. Oh. Ach, jetzt gehen die auf die Bremse, ne? Ihr wollt mich doch verarschen, ne? Das war noch nicht mal meine Schuld! Ich hab's nur im Rückspiegel gesehen. Wenn's meine Schuld gewesen wäre, wär's vollkommen okay. Ich hätte gesagt, yo, ich sacke wirklich hart, ne? Boah, nee, ey. Das ist ja ein guter Start, ey. Guck mir jetzt die Box an. Ist die Box nicht schön? Oh, shit, ey. Ja, Leute, guckt gerne bei Jan vorbei. Ich glaube, bei mir... Also ich werde jetzt ein bisschen schön durchschalten hier, ne? Ich werde auch für den zweiten Teil natürlich eine Folge bringen, wie versprochen. Es gehört sich so, ne?
trotzdem noch das Rennen. Ah. Du betrachtest es halt jetzt nur aus der Boxengasse von deinem Bildschirm. Halt die Fresse. Ich bin richtig gut gestartet. Ich hatte noch nie so einen geilen Start in diesem Spiel. Boah, ich bin gerade echt am Überlegen. Meinst du, ich kann, wenn ich auf Softwechsel durchfahren? Das weiß ich nicht. Aber dann hättest du vielleicht jetzt auch schon direkt reingemusst. Wenn dann erstmal auf Safety Car aufholen lassen und dann reingehen, oder nicht? Du bist, ihr seid doch schon dran. Jetzt sind wir dran. Vorhin war das Safety Car ja noch gar nicht da. Alter, ich will sehen, ob. Wo ist. Ob, ist doch immer noch mein Wagen? ich bin weg. Ich war auch vor der Animation auch schon instant. Ich muss aufhören, so viel Gas zu geben. Die Leute vor mir fangen immer an zu suchen. Boah, ich will mir das angucken. Ich will die Aufnahmen unterbrechen und angucken, was da genau passiert ist. Ja, du kannst das ja nachher zusammenschneiden. Bei mir gibt es keine Zusammenschnitte, weil dafür müsste ich dann was anderes als OBS zum Aufnehmen benutzen. Ah, was haben wir denn hier? Fahrerauswahl. Nein, ich möchte bei Jan bleiben. Das ist schon okay. Profil anzeigen. Oh, Steam-Profil. Sorry. Das wollte ich nicht. Sorry, Steam. Mein Steam-Profil ist kein Geheimnis. Ja, aber trotzdem wollte ich das gerade nicht. Ja, zuschauen, danke. Abstand, Intervall. Alle auf Führenden. Ja, nee, Intervall ist cooler. Positionsänderung. Ist cooler, 13 Plätze da hinten bin ich! Und Grosjean 10. Boah, wenn der das war, ne? Direkt schon Erzfeind. Ich weiß gar nicht, ob das Grosjean war. Ich glaube auch nicht. Sein. Ich gehe davon aus, dass es Ricardo war. Die Wahrscheinlichkeit, dass es der Nicht-Verstappen war, ist relativ hoch. Also, ich bin halt neben Ocon gewesen, dann wieder, weil ich halt die Kurve auch direkt angreifen wollte, die nächste, ne? Und habe mich neben Ocon gesetzt. Ich glaube nicht, dass ich mich selber gedreht habe, weil ich irgendwo draußen draufgekommen bin. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gerade irgendwie draußen aufs Gras gekommen bin. Wenn, dann wäre ich auch eher nach rechts geschlittert. Ne? Weil wegen links weniger Grip, rechts weniger Grip, links überholt und fahre rechts in die Wand. Das heißt, ich bin nicht rechts draufgekommen. Das heißt, es hat mir wirklich jemand in die Karre gefahren. Ja, dann bin ich halt komplett einfach in die Wand gescheppert. Aber Safety Car funktioniert sehr gut, diesen Teil. Ja, das Gefühl. Da muss man sagen. Telemetrie kann ich mir anzeigen lassen, das ist ja schön. Rundendaten, ja, das ist cool. Das werde ich mir anzeigen lassen. Telemetrie brauche ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es wäre halt cool, wenn du nicht die Telemetrie, also nicht wie viel Gas ich gebe und welchen Gang, sondern einfach nur Boxenstoppfenster und Benzin. Achso, das steht bei Telemetrie dabei. Ja, wenn du es auf komplett stellst. Ah, ja, okay. Das alleine würde mir halt reichen. Ich brauche ja nicht zu sehen, wie viel Gas der hier gibt. Okay, dann lass ich es doch mal drin, aber mach doch jetzt mal das Menü weg. Ja, du sollst auf den Weichen 8 Runden fahren, auf angefahrenen. Super, also Ultrasoft. Nein. Ja. Ich meine, es ist möglich, dann musst du es aber jetzt rein. Da hinter dir ist gerade ein Motor geplatzt. Sainz ist raus. Oh, ich habe nur eine Staubwolke hinter mir gesehen. Ja, da steht er noch. Ja, mal die Anzeige da drauf. Wenn eine gute Kameraführung. Ja, und Safety Car kommt in dieser Runde rein. Geil. In dieser Runde wirklich? Also jetzt Restart. Jetzt gehe ich mal auf den Führenden. Ne? Mal ein bisschen angucken, was da vorne passiert. Oh Mann, ey, ich bin so. Oh, jetzt ist mein Hype weg. Von der Realität. Alter, was haben die Ferraris da gemacht? What the fuck? Was tut ihr da? Was war das denn? Oh, wie eng ihr zusammen seid. Das sieht so geil aus. Ja, du fährst noch mager. Ich möchte nur daran erinnern, dass du jetzt in der Kurve daran denkst. Ja, das ist. Danke dir vielmals. Ein überholen. Ja, es ist eh deaktiviert. Ja, du bist immer noch mager bei mir. Ah ne, ist Hamilton. Ich bin auch Hamilton ist mager. Hamilton ist immer noch mager. Was ist da los? Was ein Schweinehund. Und er bleibt vorne damit. Ja, klar. Ja, der muss ja nur verteidigen. Vettel fällt auch nur mager. Okay, das werde ich jetzt nicht bei den anderen ansagen, aber nicht weiter.
mal beim Jan wieder rein. Ist auch eher, glaube ich, eine Verteidigungsshow. Ah, wir werden sehen. Bei Sainz war es übrigens ein Motorplatz und er ist auf dem Gras nachher rausgefahren, deswegen gibt es keine weitere Safety Car. War keine Verlängerung. Ach so, ja, okay. 9 Sekunden unter deiner Zeit. Mensch, Jan. War das wohl liegen kann. Ja. Das Zuschauerding sieht halt schon cool aus, ne? Wenn es jetzt nicht auf der. Ja, wie gesagt, ich finde das Zuschauermenü echt klasse. Also kleine Verbesserungen, aber mehr auch nicht, ne? Oh, du fährst solide weg von ihnen hinter dir. Was war das denn für ein Schlenker? Ich hatte irgendwie das im Kopf gerade noch, dass die langgezogene rechts ein bisschen weiter nach rechts geht. Und dann war ich auf einmal zu weit innen. Da musste ich halt tatsächlich wieder nach außen korrigieren. Ich kriege jetzt eine seitliche Ansicht von dir. Wenn man richtig viel sieht. Doch, auch mal ganz schön. Ach, so viel langsamer bin ich gar nicht. Halbe Sekunde. Ha, ich denke, wenn die alle freie Fahrt haben, kannst du trotzdem kein Land sehen. Nee, aber wenn ich als Fünfter ins Ziel komme, ich meine, wäre ein guter Start für Renault. Ja, dass du unser Nummer 1 Fahrer bist, war mir vorher schon klar. Aber trotzdem ärgert mich das. Ich hätte gern ein paar Punkte. Ich mache gerade den Parma. Was bringt mir das? Oh Jan, das habe ich gesehen. Das ist das Problem, du siehst alles. Ja. So, mit Y blende ich das wieder ein. Was haben wir denn? Wo ist es denn spannend? Hier bei Ricardo. Ich werde jetzt mal so, restliche Felder mal angucken. Und mal so ein Ricardo. Ja, mach mal die Fernsehübertragung. Na, nur bei dir draufbleiben, dann können die Leute auch bei dir gucken. Ne? Also bei mir können wir jetzt noch mal so ein bisschen. Im Rest des Feldes. Wann wagt er seinen Angriff? Staubt's leicht bei denen? Oh, Hamilton Vettel. Oh, da muss ich auch mal hin. Oh, Vettel kurz leicht neben der Strecke. Was sehe ich da vorne? Ein Knutscher nach dem nächsten. Da muss ich mal draufbleiben. Nehmt euch ein Zimmer da vorne. War schon krass. DRS ist noch nicht wieder aktiviert. Jetzt wird DRS aktiviert. Ja, ist ja klar. 3 Runden auch danach. Wie wir nach dem Start, ist noch nach dem Restart. Oder nur 2 nach dem Restart, ich bin mir nicht mehr genau sicher. Aber Vettel hängt den mal richtig hinten drauf. Und Hamilton verliert an Zeit. Ich muss auch sagen, Vettel fährt fett. Da gibt es Knallgas da vorne. Den wir den haben, ey. Oh, da hinten, natürlich wird er den da hinten ist auch noch. Bottas muss durchs Feld durchfliegen, der ist 5 Center. Boah, da muss ich auch gleich mal draufschalten, sobald da Vettel Hamilton. Was hat der denn veranstaltet, dass der so weit hinten ist? Boah, der wird aber auch jetzt rechter. Aber klar, wenn ich Vierter bin, dann muss ja einer aus dem Spitzenteam fehlen. Wo ist er? Also, als Vierter gestartet bin. Oh, verbremst. Oh, Bottas hängt aber da den Bärlein auf Karre, ey. Alter, die Reifenabnutzung ist schon nicht ohne, nehmen wir mal. War es, glaube ich, doch eine gute Idee, nicht an die Box zu fahren. Naja. Wann ist mein Boxenstoppfenster 8, ne? Ich glaube, du hattest 8. Ja, ich habe 8. Bottas hat da überholt, bei der langgezogenen Linkskurve einfach innen vorbeigefahren. Krasse Sache. Aber damit ist jetzt wieder ein bisschen Zeit. Oh, da auch eine Dreiergruppe. Stroll, Magnussen, Alonso. Alonso hält die beiden auf und Bottas wird da gleich auch drauf aufschließen. Alonso verteidigt sich, alter Schwede. Ich hab sogar DRS gekriegt, ne? Was ein Fight. Ich bin gerade auf Stroll drauf, aber jetzt gehen wir mal kurz hier. Gehen wir auf Alonso drauf und sieht man das Feld von vorne. Auf diese Dreiergruppe und Bottas ist dran. Hey, 4er-Rackern. Haben wir noch irgendwas Spannendes gerade? Hier vorne hat sich entspannt. Ich glaube, ich das Spannendste gerade hier. Das ist jetzt Alonso, Magnussen, Stroll, Bottas. Genau in der Reihenfolge. Als Vierergruppe. Oh, da greift Magnussen an. Aber, nee, außen. Oh, wobei, die nächste Kurve. Hat er die Innenkurve und... Oh mein Gott! Alonso leicht mit rauchenden Reifen neben der Strecke. Aber da ist Magnussen vorbei.
Eieiei. Puh. Da hätte ich schon richtig Kammerflimmern gehabt, wenn uns mit uns beiden gewesen wäre. Ja, ich kann auf Alonso. Nichts für schwache Nerven, dieser kann Sport. Auf Alonso draufbleiben. Der hält mich, das fällt da ein bisschen auf an der Stelle. Das ist schon. War ein kurzer Spaß bei mir. Boah, ich bin hochkonzentriert. Ich verliere tatsächlich Zeit auf Verstappen langsam. Ich glaube, meine Reifen lassen einfach deutlich schneller nach als seine Leistung. Am Anfang habe ich noch ganz gut im letzten Sektor aufgeholt. Jetzt ist gefühlt letzter Sektor nur noch Schadensbegrenzung. Ich kriege schon kein DRS mehr. Ich habe auch gut Vorsprung auf die hinter mir, aber... Haben wir noch irgendwas Spannendes? Perez auf Massa am Aufholen. Ah, Bottas. Bottas durchs Feld durch. Das ist halt etwas Spannendes. Und Alonso fährt auch noch mager jetzt. Alter, der hat Eier. Und Bottas zieht er raus. Alonso. Ja, auf verlangen gerade. Ich hatte Eier. Mager, ey. Und Magnussen kommt schon ein Stück weg davor, den. Und Bottas hängt aber einfach fest. Ich verpasse das bestimmt. Wenn ich jetzt weggehe, verpasse ich, wie der Bottas vorbeigeht. Vermutlich. Oh, Vettel ist wieder bis. Oh, wie auf eine Zehntel. Leider kannst du ja nicht wie die richtige Fernsehübertragung Bilder nachliefern. Ja, sonst hätte ich ihn nachgeliefert, wie mein Unfall aus der anderen Sicht aussah. Hör mal auf Bottas. Der hängt nämlich ein bisschen näher an Stroll als an Alonso. Das wäre noch richtig geil, wenn du quasi irgendwie das Spiel aufzeichnen könntest vom Spiel aus her und dann aus der Sicht jedes Fahrers das nachziehen könntest. Dann kannst du ja tatsächlich so eine einschneiden, wie Leute sich da verhalten haben, wie welche gefahren sind und so. Jo, das wäre schön. Könntest ja auch rein theoretisch einfach nur ein Game voller KI machen. Ja, und die mal fahren und lassen. Und dann die mal fahren lassen und du schneidest dir das Beste quasi zusammen. Oh, ach so, Boxenstopp. Hamilton und Vettel. Da gehen wir noch mal kurz rein. Okay. Hier ist nächste Runde. Ich habe entschieden, noch eine Runde länger. Vettel kommt hinter Hamilton wieder raus. Sektor 3, gelbe Flagge. Grosjean raus, by the way. Grosjean raus? Vielleicht hat sein Frontflügel versagt. Ich sehe jetzt gerade nur. Ich habe halt immer mal wieder die Übersicht weg. Ich kann noch kurz gucken, kriege ich ihn noch? Ja, er steht. Er ist Ausgang... ja, Zielkurve. Da die Linkskurve von. Ist er raus? Ja. Oh, Bottas hängt voll in den Eisen hinter Stroll. Das ist so krass. Oh, da wäre richtig viel drin gewesen für mich. Das ist richtig traurig. Ja. Wir wären beide Punkte gewesen, 100 Punkte. Alter Stroll, was machst du da? Du fährst ja schlimmer als Verstappen. Wechselt 10.000 Mal die Spur. Das ist eine Verwarnung gewesen, eindeutig. So wollte ich gar nicht cutten, aber wenn er einmal eingelegt hat. Oh, es wird ja sogar Outlap halt und Inlap angezeigt. Ja. Kann man doch irgendwo schnellste Runde. Oh, mit Abstand Raikön, ey. Wow. Schnellste Runde, Jan, bist auch nur 2,5 Sekunden hin. Na, nicht 2,5 Sekunden hinter. Oh, das war zu früh. Runde gedrosselt. Machst du nix. So, gucken wir nochmal an. Da fährt er dann rein. Ich cutte dann mal kurz, ne? Jo. Gleich.